überlegt habe, was ich studieren soll, da habe ich mich gefragt, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Und da kam ich auf die Bildung. Das ist der Schlüssel. Und Lehrerin, das war eigentlich gar nicht mein Plan, aber jetzt werde ich's und freue mich voll drauf, weil die Kinder, ja, mit denen zu arbeiten, macht einfach total Freude. Und da fängt die Veränderung an. Und ich sehe, wenn man den Unterricht nach den waldorfpädagogischen Methoden gestaltet, dass es echt einen Unterschied macht. Das Besondere ist, dass wirklich der Mensch im Mittelpunkt stehen soll. Das Kind, der Schüler und auch die Beziehung zwischen der Lehrerin, dem Lehrer und der Schülerin, dem Schüler. Wie kann man diese Beziehung positiv gestalten? Das ist die Frage der Waldorfpädagogik. Deswegen ist im Studium die Persönlichkeit des Studierenden im Mittelpunkt. Und es geht um eine umfassende Ausbildung und ein umfassendes Studium mit handwerklichen Tätigkeiten, mit künstlerischen Tätigkeiten, selbstverständlich mit wissenschaftlichen und kognitiven Anteilen und mit vielen sozialen und emotionalen Angeboten. Hier in der Freien Hochschule kann man einerseits den Oberstufenlehrer studieren, als auch den Klassenlehrer. Und der Klassenlehrer ist vorwiegend in der unteren und mittleren Stufe. Also im Studium zum Oberstufenlehrer ist es ganz wichtig, eine Liebe und eine Begeisterung zum eigenen Fach zu haben, weil das kommt bei den Schülern an. Es ist schon besonders, hier zu studieren, so neben der ersten Waldorfschule überhaupt. Weil hier hat immerhin auch alles begonnen. Hier ist die Hochschule. Und da genau nebendran ist die Waldorfschule. Hier in unmittelbarer Nähe gibt es auch andere anthroposophische Studiengänge, zum Beispiel das Erzieherseminar oder auch das Eurythmeum. Und es ist auch einfach schön, da immer wieder in Austausch zu kommen mit den anderen Studierenden. Das Studieren an dieser Hochschule heißt Studieren in einem internationalen Milieu. Es gibt alle Kulturen hier, alle Völker. Hier ist die erste Waldorfschule entstanden und das zieht so viele Menschen aus der Welt an. Die Freie Hochschule Stuttgart ist Mittelpunkt von internationalen Beziehungen. Wir veranstalten Kongresse, die international ausgerichtet sind. Wir haben Kooperationen mit Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Lehreinrichtungen aus der ganzen Welt. Ich studiere Medienpädagogik, weil uns ist es wichtig, die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen zu stärken, dass diese kompetent mit digitalen Medien umgehen lernen. Wir als Hochschule wollen ja auch die Waldorfpädagogik weiterentwickeln und Digitalisierung spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft und deswegen haben wir vor ein paar Jahren den Lehrstuhl für Medienpädagogik eingerichtet und bilden eben unsere Studierenden hier in allem aus, was mit Medienpädagogik zu tun hat. Es ist schon echt auch eine familiäre Hochschule, das kann man schon so sagen. Und mein Studium ist einfach nicht anonym. Also während des Prozesses der Masterarbeit habe ich mich sehr betreut gefühlt und es war immer ein reger Austausch mit den Dozenten und man konnte sie zu jeder Zeit erreichen. Ich kann natürlich schon auch meinen Namen tanzen.